In der heutigen Folge von Ich geh angeln. Alter, nein. Oh Gott. Das ist der See. Das ist der See. Oh. Und auf Google Maps sah er aber aus, als ob der noch bis da hinten geht. Ich habe mich schon gefreut, weil siehst du die geilen Spots da hinten? Das ist wirklich wie auf so einem Golfplatz. Und diese kleinen Seen, wo die Bälle reinfahren können. So groß ist er ungefähr. Könnt ihr ihn überhaupt erkennen? Wenn die noch leben, das ist natürlich geil, weil sie jetzt konzentriert sind. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich für die Pfütze nicht deinen Kajak aufblasen werde. Also das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Alter, wie krass. Leute, herzlich willkommen. Heute testen wir diesen 20 cm Big Bait versus diesen 2 oder 3 cm Mikroköder. Wir wollen nämlich einen riesen Barsch fangen, einen 60er, den hat nämlich Maxi letztes Jahr gefangen. Aber da wir uns wie immer nicht entscheiden können, wer welchen Köder angelt, der Köder muss zum Angler passen, deswegen ist es eigentlich jetzt schon gleich verteilt. Aber genau, weil wir diesen Diskurs haben, lass uns das drum betteln. Richtig, wir werden gleich eine Challenge machen, die sich so gewaschen hat. Da werde ich Colin so zerfetzen, in seine Einzelteile zerlegen. Das klingt auf jeden Fall interessant, aber wir werden ja wohl sehen. Was hast du gesagt, wenn die nach... Links, nach rechts, Glück bringt. Ne, Leute, war doch so, ne? Ja, Leute, aber nach rechts. Wir müssen uns umdrehen. Das ist also die Challenge-Faxe. Bandrücken. Hast du mal meine Brüste gesehen? Ja, deswegen, ja, da lasse ich mich tot halt. Wie viel würdest du denn vorschlagen? Ich lasse dir die Wahl. 150 Kilo. Okay, ein Durchgang, okay. Wer die meisten schafft. Also die meisten Wiederholungen gewinnen und darf entscheiden, wer den Köder aussucht. Richtig. Das ist aber 60 dann. Von mir aus können wir auch mal 60 machen. 69. Das ist schon krass, Leute. 60 Kilo? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das ist krass, ja. Das ist richtig krass, Leute. Also für jemanden... Verwöhnten Angel-YouTuber, meinst du? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. 60 Kilo ist ja wirklich sehr viel. Wie Wiederholungen man schafft. Ja. Was sagst du? Wie viel schaffe ich? Bei dir 60 Kilo, 10. Das toppe ich. Und los. Eins. Zwei. Drei. 13, ausnahmsweise. 14. Okay, Leute. 14. Das ist schon schwer, so 60 Kilo. 14. Einige von euch werden jetzt sagen, der hat ja nicht bis richtig zur Brust runtergenommen in die letzten drei, aber ist okay, die gönne ich ihm. Was soll das jetzt? 14. Es ist gar nicht gesund, wenn man es bis zur Brust runter macht, tatsächlich. Aus gesundheitlichen Gründen akzeptieren wir es. Also ich muss 15 schaffen, ne? Du musst 15 schaffen, genau. Eins. Zwei, drei, vier. Jetzt kämpft, da sieht man schon. 13, 14, ah shit, 15, 16, 17, 18. Also mit Ablenkung ist aber natürlich nicht sportlich fair, Colin. Du Schwein. Okay. Das heißt, du darfst entscheiden. Ja, aber das ist mir gar nicht so wichtig, sondern nur, dass ich dich zerstöre, wie ich es angekündigt habe. Und das so heißt, getan? Einfach so, einen. Also. Colin. Wir fahren jetzt mit dem Kajak raus. Das ist krass, wie schnell du das aufgepumpt hast, wie ich jetzt auch gar nicht mal angefangen habe. Das ist echt krass. Das hast du krass gemacht. Das habe ich wirklich krass gemacht, ja. Ne? Da wollte ich nochmal Respekt zollen. Das ist schon krass. Das war wirklich eine gute Leistung. Das finde ich wohl auch. So, wir sind jetzt hier an dem See angekommen. Der ist relativ schwierig zu beangeln, weil man von Ufer im Prinzip nicht rankommt. Es gibt nur zwei Stellen. Und zwar einmal die hier vorne, genau. Dann kann man bis da vorne laufen und dann kommt die Felsenwand. Die ist aber so. Und auf der anderen Seite kommt man maximal bis dahin. Dann ist Schluss. Das heißt, wir werden das per Boot ergründen. Sonst waren wir immer mit Bellybooten. Das ist irgendwie suboptimal. Immer rückwärts fahren, aber vorwärts angeln. So, und deswegen jetzt mal ein Kajak bzw. ein Subboot. Colin, können wir dann irgendwann auch mal? Was kann? Ein Insider, Leute, das ist nur Spaß. Das ist kein Insider, das ist vor allen Dingen kein Spaß, Leute. Aber gut, lass uns das vertragen. Der Nigelnagel neu, das Boot. Mal sehen, ob es mich heute trägt. Das machen wir einfach im Wald, oder? Wie immer. Das wird jetzt mal richtig geil werden, weil jetzt kommen wir an ungeahnte, noch nie zuvor dagewesene Spots heran, wo wir den 60er besser hoffen. Maxi hat uns ja so ungefähr verraten, wo der ist, ja, aber natürlich steht der auch nicht immer an der gleichen Stelle. Die haben ja Flossen, deswegen schwimmen die auch mal so hin und her gelegentlich. Ich sag mal, der Invest ist schon echt hoch, also ich hoffe, das findest du einen hohen Invest? Ja.
Da weißt du es nicht, wie es ist, hier mit 10 Tonnen Bellybooten runterzulaufen. Ich sag dir, was wir jetzt hier machen, glaubst du mir bitte, das ist wieder Pionierarbeit. Die letzten Jahre sind ja alle mit Bellys hier angereist, ja. Die nächsten Jahre werden alle hier nur noch mit Kajaks anreisen. Also wenn hier keine 60er drin sind, dann nirgendwo auf der Welt. So Leute, ah, da sind wir. So. Colin, würde ich sagen, Wasser lassen. Damit mache ich jetzt nicht pullern. Also ich muss sagen, du hast schon das Fancy-Tangle, ist klar, Lifestyle, edel verbaut. Das ist schon auch wild, sozusagen, Eigenkreation. Genau, das ist im Prinzip mein Angelstuhl. Den haben wir einfach festgemacht an dieser Lasche, die Gott sei Dank dran war. Ehrlich gesagt, viel einfacher als das alles jetzt hier. Mit Sitz und Ruder und hier und da. Weißt du? Okay, mach mal rein und guck mal. So. Oh, das Wasser ist angenehm. Wasser ist angenehm? Das ist angenehm, ja. Soll ich mal testen, ne? Und wie ist es stabilitätsmäßig? Also auf jeden Fall ist ein gewisser Skill erfragt, was ja aber nicht das Problem ist. Ja. Aber sonst, ich sag mal so, schon. Geht, sagst du? Vor allem viel höher als ein Belly, das heißt, du kommst noch viel weiter beim Werfen. Wackel mal so ein bisschen nach links und rechts, dass du mal ein Gefühl dafür kriegst. Das ist ein großer Mann. Ja. Geht? Geht, ja. Du musst die Grenze auch austesten, dass du weißt, wie weit du auf keinen Fall gehen darfst. Auch wenn ich dir diesen Clickbait sozusagen geben würde, muss ich sagen, lass uns lieber erstmal loslegen jetzt. Bleibt noch eine Frage offen. Was nimmst du? Also ich nehme auf jeden Fall die kleinen Köder. Perfekt, super. Dann nehme ich die großen. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, geht's los. Also ich muss sagen, ich bin überrascht von deiner Entscheidung. Ja? Wenn man so die anderen nicht geangeln, die das sich anschaut. Nein, ich spare dir natürlich die großen Köder, bist du wahnsinnig? Ich will keine kleinen Scheißer fangen. Gut, alles klar. Dann drin ins Wasser und dann geht's los. Hat ja nur 2,5 Stunden gedauert, würde ich sagen. Mein Gott. Weißt du, kennt ihr diese Leute, die dann die ganze Zeit nichts zu tun haben, daneben stehen, die Arbeit angucken und dann sagen, jetzt können wir mal langsam. So, das ist aber noch gar nichts fertig. Ich meine, so als ob man so mit einem Fingerschnips sich ins Wasser beamt und einfach anfängt. Routen sind nicht da, Boot ist noch nicht aufgebaut. So, weißt du? Also die Arbeit muss ja gemacht werden. Das ist immer das Entscheidende. Da hilft auch nichts, wenn man sagt, so los jetzt. So, los jetzt! Daneben stehen und nichts machen? Sind schon mal drauf, das ist schon mal geil. Also diese Matschepappe hier in diesen Seen ist natürlich immer ein bisschen nicht so schön. Aber gut. Ja! So, und? Das ist wirklich die Version auf Wish bestellt, selbst zusammengebaut, mit wahrscheinlich 10 Euro Hocker. Es ist wirklich geil. Moment, 13,99. Es ist trotzdem geil. Ich sag's dir, wie es ist. Guck mal. Also ich kann wirklich, ich hab nur fette Sei Lagen. Vorsichtig, Colin. Wieso? Bist du schon volljährig? Dass du natürlich die Hände immer frei hast, ist ein Vorteil, aber sonst? Also ich muss dazu sagen, ich habe hier irgendwie aus Versehen die gekauft, wo man nicht rückwärts fahren kann. Das ist natürlich nochmal ein Skill. Aber wir lassen uns ja eh ein bisschen treiben, immer am Ufer lang und machen nur so ein bisschen navigieren. Und dann muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich selber auch mal das Paddel in der Hand nehmen. Also nur für weite Strecken würde ich jetzt hier so strampeln. Aber zum Navigieren muss ich mir überlegen, ob ich nicht das genauso mache. Weil ich komme mir irgendwie so klein vor neben dir, weil mein Sitz ist niedriger. Ja, das ist ja sozusagen wie immer. Nee, eben nicht. Werde ich mich wahrscheinlich hinstellen, du bleibst schön sitzen. Das ist wirklich Next Level Shit, Leute. Und als ich das letzte Mal hier war, war diese Höhle unter Wasser. So, und seht ihr diese steilen Wände? Da kommt man einfach vom Ufer, kommt man nicht ran. Ich werde jetzt erstmal dir den in Lightning Chartreuse nehmen, obwohl ich eher glaube, dass, weil die fressen ja hier hauptsächlich Karpfen, einer in Tasty Motor Öl besser funktionieren würde. Aber ich denke mal, ne, wenn man am Anfang motiviert ist, dann macht man erstmal nochmal das, wo man vielleicht sonst jetzt sagen würde, Weil, wie jetzt Arnold Schwarzenegger gesagt immer, weiß er nicht. Wenn da kein 60er drauf ballert, guck mal, wie geil das aussieht. Man denkt, das ist zu groß, überhaupt nicht zu groß. Was hast du drauf? Ein schönen Crazy Flapper mit einem kleinen Absenkblei vom Karpfenangeln vorne drauf, ja? Wahnsinn, die Fliegenfischer. So, ich wechsle jetzt auf Tasty Motor Öl. Ein paar Würfe gemacht an guten Spots, wo eigentlich einer stehen müsste, aber keiner gewissen. Und dann ist man natürlich ein bisschen verärgert. Rin mit dem Ding hier. Und hier ist gleich ein geiler Spot vor mir. Mal sehen, falls er noch nicht gespookt ist, der Beste, der steht. Er läuft wie eine Eins. Aber nüschte. Oh, da war der erste Biss. Krass. Colin ist auf der anderen Seite da. Hat aber noch nichts gemacht. Also das sieht eigentlich hier ganz geil aus. Scheiß Wurf. Ach, bestimmt gespookt. Halt das, der Scheiß mit so großen Ködern, dass sie natürlich platschen. Man muss sie also überwerfen. Aber wenn ich sie überworfen hätte, wäre jetzt meine Schnur genau in den Stein da vorne gelandet. Das wäre nicht gut gewesen. Okay, Leute, das sind so geile Spots hier und es beißt einfach nichts drauf. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz heimlich einen kleinen drauf machen. Aber nicht Colin verraten, bitte, okay? Genau, danke. Zwar nehme ich einen Crazy Flapper in Shining
Shadow, eins der geilsten Farben sowieso im Kite Deck, wisst ihr ja. Wenn nicht die geilste Farbe. Schön natürlich, der Geruch. Boah, todeskrass. Ja, jawoll. So, erster Fisch. Ja, geil. Nein. Das gibt's nicht. Rute gebrochen, Leute. Rute gebrochen. Fisch weg. Oh Mann, Alter. Habe ich noch eine andere Rute dabei? Nee, ich raste aus, Alter. Das kann nicht wahr sein. Richtiger Mega-Scheiß-Fehl. Beim ersten Fisch, nicht mal beim Anhieb, sondern beim Drill, bricht einfach diese Rute. Oh, ich habe keinen Bock drauf. Weil jetzt haben wir noch 2 Stunden Tageslicht. Also ich könnte jetzt zurück, neue Rute, neu basteln. Colin, lohnt sich das noch? Ich weiß nicht. Komm, wir ändern die Mission. Komm mal zu dir. Du musst ja deinen ersten Bass noch fangen, weißt du? Wäre doch jetzt unfair, wenn ich dich jetzt abziehe und du noch gar nicht weißt, wie es geht. Richtig? Also, was hat der Eras wieder gemacht? Die Rute ist gebrochen, beim Fisch reinkurbeln. Kann der Fisch da was dafür oder der Handhaber der Rute? Nee, die Rute ist einfach nur im Arsch. Was heißt das jetzt sozusagen für das Unternehmen, was 2 Stunden gebraucht hat, hier runterzukommen? Ich meine, lohnt sich das, dass ich mir jetzt noch mal eine Rute hole, um dann 1 Stunde zu angeln? Weil 18.30 Uhr geht ja schon die Sonne unter, jetzt ist 16.30 Uhr. Da wir ja bestimmt 1 Stunde brauchen, um es wieder einzusammeln und es bestimmt nicht im Dunkeln machen wollen, haben wir eh nicht mehr so viel. Das heißt, ich würde dich jetzt einfach guiden zu deinem ersten Bass, dass du auch weißt, wie es funktioniert. Ja? Welche Referenzen hast du, um so ein guter Bass Guide zu sein? Ich habe gerade einen Fisch gefangen. Das ist auf jeden Fall ein guter Konter. Nachdem du sozusagen den halben See, die halbe Uferseite abgeangelt hast ohne einen Fisch. Na, das ist der nächste Konter. Lass mich drauf ein. Ja? Und wenn es klappt, dann will ich auch dir meinen Respekt zollen. Und der ist mehr wert als vieles. Du folgst mir? Aber unauffällig. Soll ich meine Handgranatenmontage weiter so lassen? Nein, natürlich nicht. Gib dir den Köder nicht gerade dran. Hier, Leute, guckt euch das mal bitte an. Nee, guckt euch einfach nicht an. Doch, guckt euch das mal bitte an und sagt mal, was daran falsch sein könnte. Also er hat hier einfach mal, erstmal ist das Ding nicht richtig aufgezogen, ja. Dann hat er da einfach vorne in den Wirbel ein Blei eingehangen, wie so ein wirklich ein richtiger, mir fällt gar kein Wort dafür ein, was ich dafür, also das ist wirklich, da merkt man Fliegenfischer, ohne Sinn und Verstand. Meinst du Elite einfach das richtig Angeln? So Plumpsangeln hoch 10. Komm, da müssen wir an die Spitze, Colin. Oh. Sieht eigentlich wirklich cool aus, auch ein bisschen gehandicapt, auf der anderen Seite Minimalist. Gehandicapt? Das fühle ich mich auf jeden Fall nicht. Also wenn die Hände noch frei wären, das wäre noch so ein bisschen geiler. Genau, guck mal, wir fahren mal nach rechts jetzt so. Dass wir nicht direkt auf den Spot raufballern, so wie du das jetzt die ganze Zeit gemacht hast, sondern dass wir so schön, also ein bisschen Abstand dran vorbei. Was würde ich nur ohne dich machen? Richtig, genau. So. Also meine Arschbacken Gleichgewichtskalt ist schon unverhältnismäßig krass. Ja, krass gut oder krass schlecht? Krass gut. Muss den noch mal geiler anfahren. So. Aufs Ufer rauf, ne? Aber nicht so, dass er hängen bleibt, ne? Ja. Der war doch der gut, war oder? Gut, ja. Da wird doch gleich einer beißen. Aber hier rechts das Ding musst du auch noch abangeln, ne? Das hier. Das habe ich noch nicht abgeangelt. Ich habe meinen ersten da gefangen. Und dann zu jedem Meter abangeln. Man treibt schon relativ schnell. Mhm. Das ist halt so der Nachteil. Muss man noch eine Lösung finden. So, da ist er ja, der Erste. Na, also. Da muss ich sagen, den Guiding Service, den will ich buchen. Bestgriff, verletz dich nicht. Nee, wir Fliegenfischer machen eigentlich so erstmal den Schwanz anfassen, sozusagen. Ja. Wow, mein erster Bass, Victor, danke. Wie lange hast du mich jetzt geguided? Ich würde sagen, so 3. Also das muss ich dir lassen. Ist noch nicht der größte, aber ist ja egal. Der erste muss einfach nur der erste sein. Ja. Meinst du, das lag jetzt hier auch am Köder oder nur am... Das lag am Köder, am Spot und am Guide. Okay, Leute, Colin hat mich überzeugt. Einfach mit der kaputten Rute weiter angeln. Warum auch nicht? Klar, ist jetzt nicht mehr dann so schön. Gehandicapt, aber ich meine, ich bin ja auf dem Boot. Ich muss nicht weit werfen. Ich muss nur genau werfen. Könnte ich rein theoretisch auch mit der Hand angeln machen. Also, korrekt. Einfach nur korrekt. Ich angle jetzt mit der Tarpon-Route, ja? Gefühlt. Werfen geht ja, aber ich spüre so alles. Also nichts. Ich kann ja die Schnur beobachten. So, dass hier keiner beißt allerdings, wundert mich. Biss gehabt? Richtig geilen Wurf gemacht. Das ist immer das Schönste beim Bassangeln. Oh, richtig geiler Wurf gemacht. Da ist er, der erste. Und? Ah, doch nicht.
Colli hat einen. Colli, du alte Schlange. Keiner kann so hart und lange. Ein schöner Spot hier, sieht echt schön aus. Oh. Geile, geile. Hat er sich wieder den Keilech weggenommen. Oh, Leute, guck mal an, wieder richtig schön weggesaugt. Die haben so ein krasses Maul. Ha? Und auch direkt 5 cm größer. Das ist schon auf schön. Auf jeden Fall, Alter. Das macht schon Spaß. Mhm. Schönes Ding. Ja. Kolibolli. Gespannt, ob da hinten in der Bucht, hast du ja gesagt, das ist Hotspot, ne? Ja, ist immer Hotspot. Hm? Ich bin gespannt, ob wir da noch einen großen aufholen. Mhm. Schöni, schöni. Jawoll, du. Da ist der Nächste! Jawoll! Oh, jawollo! Jetzt räumt er ab, der Colli. Jetzt räumt er ab. Also jetzt muss ich sagen, wo der Herr Eras das einmal beigebracht hat, fängt mich an jedem Baum ein. Sogar an den Bäumen, wo es gar keine Bäume gibt. Richtig. Oh, aber guck mal an, was die für ein dickes Maul haben. Ja. Sind schon coole Fische. Ja. Schön. Schön. Wirklich schön. Cool. Und dann. Tschüss, Großer. Auch cool. Richtig cool. Und dann hier, Leute, wenn es wirklich mal leise ist, so eine geile Ruhe. Ein paar Mal fliegt so eine Taube vorbei, aber sonst wirklich kein Geräusch. Das ist außer das Handy, was jetzt klingelt idyllisch gerade. Idyllisch. Genau in diesem Augenblick zweimal so bling, bling. Das war doch ein Biss. Kann mir doch keiner erzählen. Los, komm, hopp. So, ich hab auch eh, Leute, auf meinem Besenstiel. Uah. Klein, aber fein. Aber mein. Hier aus so einem kleinen Loch rausgepult. Wer hätte das gedacht? Okay, Leute, Biss. Ja. Oh, scheiß wieder ab. Mm. Na gut, aber läuft. So, noch ein. Da hinten. Richtig Rind in der Ritze. Hier scheint so ein kleines Plateau zu sein. Man denkt ja bei dieser steilen Felskante, dass es so komplett runter geht, aber geht nicht. So, irgendwas ist hier. Letzter Wurf in der Ritze hier, in die da. Na? Na? Na, na, na? Na, 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 na? Na? Nee. Wettrennen! Alter, bist du schnell, Colin. Aber nicht schnell genug. Oh, Alter, Junge. Nicht schlecht, Colin. Das war wirklich mal eine ordentliche Leistung. Ja. Ein Fliegenfischer. Und nicht ich. Zwei Fliegenfischer hier, das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, der hat sofort gefangen. Das siehst du mal, ne? Aber wir haben auch gefangen. Richtig. Und zwar auf was? Auf dem Crazy Flapper in Shining Shadow wohl. Auf was denn sonst? Sehr kleinen Größe. Das zählt ja nicht, er war ja ein bisschen gehandicapt. Naja. Das war jetzt erstmal ein Anfangstest. Das zählt natürlich jetzt nicht. Wieso zählt es nicht? Das zählt ein bisschen vielleicht, aber noch nicht so richtig. Also insofern, das muss ich wiederholen. Wie soll man sagen? Also es ist einfach, ein Kochtopf ist auch dafür da, in ihm zu kochen. Also erstmal hat man mir immer gesagt, wo gehobelt wird. Beende bitte den Satz. Fein Späne. Und in der ganzen Küche. Arbeitsteilung. Der eine Teil ist ja kochen. Das haben wir ja wer übernommen? Ich. Und der zweite Teil ist ja putzen. Und wer sollte den übernehmen? Richtig, auch du. Wir fahren jetzt raus, aber zum anderen See, weil wir haben noch jemanden getroffen. Und der hat uns gesagt, in dem See, wo wir jetzt hinfahren, das ist aktuell der beste See. Da war im letzten Jahr richtig, richtig wenig Wasser drin. Aber dieses Jahr habe ich gesehen auf Google Maps, wenn das stimmt, ist wieder ein bisschen mehr drin. Alter, nein. Oh Gott. Das ist der See. Das ist der See. Oh. Und auf Google Maps sah er aber aus, als ob der noch bis da hinten geht. Ich habe mich schon gefreut, weil siehst du die geilen Spots da hinten? Das ist wirklich wie auf so einem Golfplatz. Und diese kleinen Seen, wo die Bälle reinfallen können. So groß ist er ungefähr. Könnt ihr ihn überhaupt erkennen? Auf diesem Plateau da vorne habe ich im letzten Jahr noch die meisten und größten Bass gefangen. Sag mal, wenn die noch leben, das ist natürlich geil, weil sie jetzt konzentriert sind. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich für die Pfütze nicht deinen Kajak aufblasen werde. Das wirst du wohl, weil es geht nicht ums Ergebnis, sondern ums Prinzip. Alter, wie krass. Na gut, also das hatte ich jetzt wirklich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber tatsächlich, dadurch, dass jetzt so wenig Wasser drin ist, können wir wirklich rumlaufen. Also bevor wir das Ding aufgeblasen haben, also bevor du das Kajak aufgeblasen hast, habe ich das zweimal umrundet, das Ding. Okay, dann machen wir mal ein paar Sekunden. Mehr brauchen wir auch nicht. Okay, Leute, ich wieder Monster Fat Swing Impact in Tasty Motoröl. Ich habe genau das, wie du es gleich nennen wirst. Was habe ich? Du hast einen Crazy Flapper. Achtung. In Shining Shadow. So, jetzt müssen wir hier illegal die Schranke durchqueren. Ah, der Haken hat sich schon mal schön hier reingehakt. Ah, okay, können wir jetzt endlich? Ich mach nichts Illegales. Nein, die Schranke ist nur, dass keiner mehr rauskommt. Rein darfst du immer. Ach so. Leute, zieht euch bitte rein in diesen See. See ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Wort dafür. Aber wenn es nicht so traurig wäre, wäre es auf jeden Fall lustig.
Aber gut, wenig Wasser, viel Fisch. Einzige, was zählt, ist ja eigentlich wirklich, was wir überlebt haben, weil wenn, dann muss ja alles voll sein. Da muss ja ein Berg von Fischen jetzt drin sein. Mhm. Ist natürlich auch sehr einfach, alles abzuangeln. Das heißt, jeder, der hier angeln wollen würde, würde wahrscheinlich relativ schnell auch alles abangeln. Ist aber nicht so gut wie wir. Also lass uns loslegen. Ich kenne diesen See wie meine Westentasche. Ich habe hier schon jede Ecke abgeangelt. Innerhalb von 30 Minuten. Colin, ist vorsichtig, jetzt geht's hier, ist hier steil. Bist ja sowas nicht gewohnt, richtig? Ich bin in der Berge aufgewachsen und ich springe ja von einer Bergkuppe bis zur anderen. Kein Problem. Quasi eine kleine Bergziege. Nennen wir es eher so ein, wie ist denn die? Antilope? Nee, so ein Baby-Antilope? Nein, diese Eidechse. Diese krassen, diese Maus? Bergmaus? Diese krassen Pumas, die in den Mountain Lion heißen die. Genau so einer bin ich. Und du bist so ein, die Murmeltier. Löwe. Das kennst du doch auch. Murmeltier. Berglöwe. Bergmurmeltier. Nenn mich einfach Bergbär. So, bitte vorsichtig, weil du weißt, ein falscher Schritt und das war's. Dass ich jetzt meinen Angeltag hier abbreche, um dich ins Krankenhaus zu fahren, das muss ich mir nochmal überlegen. Da ist der See, Leute. Wir haben noch 5 bis 30 Minuten vor uns. Das ist kein Problem für uns. Wie gesagt, Bergmaus und Berglöwe sind es gewohnt. Richtig. Okay, Colin. Ich würde Folgendes vorschlagen. Alter, ist das krass, das zu sehen. Neulich waren wir hier wirklich, da war das Wasser noch bis zu dem Turm oben. Und da auf diesem Grasfeld, da haben wir auch die Best geangelt. Aber es wird jetzt schwer sein. Aber das Geile ist, als das Wasser noch so hoch war, war alles voll mit Matsch. Du bist dahin gar nicht so richtig reingekommen, ohne dass du dreckig wurdest. Ich würde auch vorschlagen, wir fangen hier an und machen uns dann einmal komplett rum. Ja, das bin ich noch interessiert, wie du das anstellen willst. Weil hier ist irgendwie so Bergkante und hier ist Bergkante. Also von da fangen wir an. Ja. Einmal komplett hier unten lang, das geht. Dann gehen wir hier hoch. Dann kommen wir da oben lang und auf der anderen Seite geht's wieder runter. Du kommst jetzt bis ran ans Ufer. Und dann kannst du da unten wieder langlaufen, ganz normal. Let's go. Let's go, go. Schau dann in Afrika. Richtig. Was sagst du? Was das da ist, das ist Affisch. Das ist ein Karpfen, ja. Sicher, dass das ein Karpfen ist? Das ist ein Karpfen, ja, ganz sicher. Ja, natürlich ein krasser Bär ist, wenn es ein Bär wäre. Mhm. Aber gut, wir bleiben ja beim Plan, ne? Richtig. Der erste Tag, der zählt ja nicht, ne? Das war ja nur so ein Übungstag. Ich würde sagen, machen wir jetzt 0-0. Ne? Also erstmal, der erste Tag zählt da. Wie viele Fische hattest du gefangen? 8 oder so. Die ja auch dann nochmal alle für mich zählen, weil es kleine Köder waren. Starten wir mit 11-0, richtig? Nein, jetzt Colin, 0-0. Das macht keinen Sinn. Doch, doch. Also du willst ja wirklich, dass die Zuschauer einen ehrlichen Test sehen. Ja, aber einen Test musst du immer auch eine Vergleichsmenge haben. Also Usain Bolt gewinnt ja nicht Olympia, weil er gegen sich selbst antritt. Schon auch, ja, aber alle anderen brauchen schon auch Gegner, damit sie Erster werden. So, okay. Also 0-0, los geht's. 11-0 und let's go. Ich wünsche dir viel Glück. Wünsche ich dir auch immer. Schön jetzt leise sein, ne? Nicht wie sonst immer morgens. Spaß. Ganz Spaß, Colin. Das ist echt Wahnsinn hier. Da oben standen wir und haben da reingeschmissen. Da unten standen die Bass überall. Da müsste man jetzt eigentlich alle unsere Köder noch absammeln können. Aber hast du einen? Nee. Das ist wirklich eine schlechte Uferbefestigung. Sowas würde an den bayerischen Gewässern nicht passieren. Nee, wa? Tut's mir leid, dass der ein oder andere Stein vielleicht etwas zu laut reingefallen ist. Ja. Aber Schall unter Wasser ist ja auch nur ein Gerücht. An einem kaum berührten See wird Fische jedes Geräusch wahrnehmen. Ein Karpfen, der geflatscht hat. Hast du ein neues Rig gemacht? Ich habe ein neues Rig gemacht. Und meinst du, ist das richtig so gebaut? Was sagt die Logik dazu? Deine eigene Logik? Richtig und falsch. Gibst du mir recht, ist ja entscheidet der Fisch. Also wenn es fängt, ist es richtig, ne? Ja. Und nachdem das ja aussieht wie so eine Patrone, kenn ich vom Jagen, ja, die ja Richtung Ziel zeigt, und das ist ja das Ziel, also der Fisch, macht es schon Sinn, meiner Meinung nach. Na gut, wenn du das so sagst. Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, ob das so Sinn macht oder nicht. Gut, dann haben wir es ja. Sehen wir ja gleich jetzt. Ne? Genau, richtig. Alter. Ich habe einen schönen Hänger, Leute. Den einzigen Baum unter Wasser habe ich getroffen. Richtig. Genau. Kein Problem. Liebe ich ja. Glück gehabt. Colin wollte schon wieder einen Stein ins Wasser schmeißen. Dass er immer spielen muss, weißt du? Immer rumtollen muss er. Colin. Diese ganze Strecke hier, die ganzen 20 Meter, ja, haben wir jetzt abgeschmissen. Ich mit dem großen Nisch gefangen, Colin mit dem kleinen Nisch gefangen. Normalerweise stehen hier aber immer schon die ersten guten Fische. Also entweder, ich habe eine Zigarettenstummel gesehen, frischen, war heute schon jemand da gewesen. Oder durch das niedrige Wasser hat sich komplett alles geändert. So, aber wir haben noch einen halben See vor uns. Ich werde durchhalten mit dem großen Köder. Wenn das nicht klappt, ja, dann wechseln wir mal und angeln quasi Rücktours genau andersrum. Macht keinen Unterschied. Das denke ich wohl. Nee. So, Colin hat einen gesehen da vorne. Der hat gerade so plupsch gemacht, direkt am Ufer. Wie hat er gemacht? Plupsch. Plupsch? Plupsch, genau. Und dann hat Colin 10 Meter weg vom Ufer geschmissen, damit der Fisch auch ein bisschen Anlauf hat, wenn er seinen Köder nimmt. Ich finde deine Analyse nicht schlecht, aber es war tatsächlich so, damit ich ihn beim Reinplatschen, so wie du mit deinen Riesensingen, immer nicht verfolge. Du hättest ja auch direkt auf den Stein raufwerfen können und dann ins Wasser ploppen, so wie es ein ordentlicher, normaler Bassangler auch macht. Aber gut, dafür hast du jetzt einen Stock gefangen und schön gespookt. Kein Problem. Spaß. Das ist nur Spaß, Leute. Obwohl. Und? Siehst du was? Alles voll mit Karpfen. Alles voll mit Karpfen. Ja.
Ich glaube, hier gibt es gar keine Bass. Alter, wie krass das hier ist. Unglaublich. Doch, doch, wir werden gleich richtig abräumen. Okay. Also ich. Aber du auch. Okay, Leute, also sind auf der anderen Seite vom See angekommen. Und guck mal hier, wo die Bäume stehen. Da war letztes Jahr und vorletztes Jahr alles voll mit Bass. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch was fangen. Aber ich würde sagen, Colin, du versuchst mal hier. Und ich versuche dann da unten in dem Wasser da zu angeln. Einverstanden? Ich hatte viele Reptilien früher als Haustier. Mhm. Eine Kornnatter, eine Bartagame und so weiter und so fort. Also war schon sehr krass, aber die fressen noch Mäuse eigentlich. Da müssen sie doch Angst haben jeden Tag. Ach ja, schön. Geh mal angeln, komm. Ich sag's immer wieder, aber es ist ein Erlebnis. Was Geiles, oder? Sieht aus wie diese Karten im Geografieunterricht. Ja, man, dass man aber also auch auf dem Meeresgrund jetzt einfach so läuft. Ja. Wo hat man das schon? Jawohl. Perfekt. Wenn da keiner weiß, dann nirgendwo. Klingt aber weg, leider. Das macht nichts. Dafür hast du ja Barfußschuhe. Liegt ein Bass. Ernsthaft? Ja. Ist ein Bass? Oh Gott, er hat es nicht mehr ins Wasser geschafft, ja. Also ich glaube nicht, dass es ein Bass ist. Sieht eher so wie ein Tilapia oder sowas aus. Also von den Zähnen her ist es auf jeden Fall kein Karpfen. Aber von Schuppen her kein Bass. Neue Fischart gefunden. Neue Fischart entdeckt, Leute. Im fast ausgestorbenen, trockenen, ausgetrockneten See. Krass, wieder mal. Alter, nein, du hast einen Fisch? Oh, der ist schön. Ernsthaft? Hol mal raus, das Ding. Alter, ein schönes Teil. Ja. Was ist denn das? Das ist ein wunderschöner Fisch, kein Bass, aber... Das ist wirklich wunderschön. Zeig dir mal. Alter, schön. Giftig oder so? Nee, super lecker sogar. Schwöre, das nicht giftig? Schwöre. Doch, Stacheln. Oh. Ja, Stacheln hat er ja, aber keine giftigen. Ach so, also nur verbluten. Nur verbluten, ja. Jetzt haben wir gar nicht gesehen, was das war. Übrigens, das hier, ja, Leute. Das ist ja wirklich schade. Das ist ja wirklich gerade mein größtes Problem, muss ich sagen. Seht ihr diesen Fisch? Wir haben uns gefragt, was ist das für eine? Ein Bass, dachten wir zuerst, wegen den Zähnen, aber die Schuppen sprechen eine andere Sprache, würde ich sagen. Wenn ihr mal wisst, was es ist, wahrscheinlich war es genau der gleiche, den du gerade gefangen hast. Aber wir sind nicht sicher, also Leute, schreibt es mal rein, bitte. Danke. Schön, diese Barfußschuhe, ne? Ja, sag mal, Mietauto ist Mietauto. Nein. Ein Stock. Das machst du schön nachher sauber alles, Freundchen. So, es läuft irgendwie nicht so richtig hier, Leute. Der See ist tot. Hier ist nichts mehr drin. Das war's. Fast ausgestorben. Ausgetrockneter See ist ausgestorben. Mit giftigen Stachelfischen, die einen abstechen wollen. Richtig. Böswillige neue Fischart entdeckt. Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, wir hatten schon öfter so eine Phasen, weißt du? Wo es mal so richtig scheiße lief und dann war auf einmal so Beißphase und dann aber so jetzt so noch irgendwie so komplett null. Ich angel noch nicht mal eine Stunde. Ne? Wir angeln schon über eine Stunde und noch nicht mal 10 Fische. Erstaunlich. Wie tief sind wir nur gesunken, Colin? Bis hier gerade. Mhm, genau. Bis zum Knöchel im Schlamm. Richtig. Ich glaube, ich habe einen Biss. Auf die große Nudel, Leute. Hau ich an oder hau ich nicht an? Kommt auf mich zu oder nicht? Die Schnur wird schlaff. Ich hau an, würde ich sagen. Ah, nee. Verdammt, Alter. War richtig so ein Biss, so. Und dann ist leider nichts mehr passiert. Oh, scheiße. Das wäre die Führung und der Sieg gewesen. Was ist denn mit diesen Biss los? Wo sind die denn? Kann doch nicht wahr sein. Ja. Ja, ja, komm. Ah, nein. Stock. Aber der Stock, der hat sich wirklich, also es war eine Gegenwehr, muss ich sagen, die seinesgleichen gesucht hat. Ja. Ah, nein. Gibt's doch gar nicht. Colin, immer wenn wir zusammen losgehen, fangen wir nichts. Lüge? Vielleicht ist er den auch noch zu klein. Ich meine, wenn so ein 60er Barsch, weißt du, der sagt sich ja auch nicht, ich will jetzt hier irgendwie so eine Pommes essen. Eigentlich. Logisch. Colin, kannst du meinen fangen? 60% von deinem Best, also minus 70 oder was? Also das sollte ja an diesem See reichen. Ich würde sagen, maximale Enttäuschung bis jetzt. Colin, das hätte ich von dir so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut, du bist noch jung. Jeder fängt mal klein an. Ich habe ja mit Absicht nichts gefangen, weil ich keine Lust hatte. Ach, du hast ja sogar was gefangen. Ja, haben dich sogar abgestochen. Also, positiv gesagt, wir haben ja jetzt schon ganz viele Fische gesehen. Tilapias, Karpfen. Das heißt sozusagen, wenn hier Fische waren, sind jetzt auf jeden Fall nicht alle tot. Also sie sollten die Bass sterben und die anderen nicht. Korrekt. Das heißt, sie sind hier drin, würde ich jetzt mal sagen. Die haben das eigentlich keinen Bock. Noch nicht. Aber egal, gut. Siehst du? Tiere wissen, wer gute und wer schlechte Menschen sind. Ich würde eher sagen, gleich und gleich gesetzlich gern. Also da sprich. Dein Apfel, den sie seit einer Stunde nicht frisst, ich muss einfach so machen. Und sofort wird's inhaled. Ja, na und? Wir sind so. Richtig.
Weil Enten und kleine Mäuse sich nämlich immer gut vertragen, deswegen. Ja, jetzt frag mal, wer ist. Hm? Ärgert mich nicht. Top! Ich werde jetzt so einen Whopper-Plopper ranmachen. Weißt du, wo er schon mal drin war? Bei der Fishing Box natürlich, klar. Sieht wie ein Spot on Top Walker aus. Heißt, glaube ich, auch so ähnlich. Das hat einfach nichts funktioniert vorher. Also wir gehen also komplett weg von dem Sinn dieses Videos. Ich möchte nie wieder an Gewässern angeln, wo kein Internet ist, Leute. Du hast auch so kein Internet mit deinem Drecksnetz. Also voll einen Billigvertrag genommen. Wenn man ja keine Werbung machen muss, würde ich das nicht sagen. Gott sei Dank hat er nicht dieses. Könnt ihr mal raten, welches Netz ich meine, wenn ich darauf zeige? Hm? So, das hat er Gott sei Dank nicht. Er hat eins schon besser, aber noch nicht das Premium-Netz. Du kapierst nicht. Mach nichts. Übrigens Leute, Colin hat ja gerade ein Video hochgeladen übers Jagen. Da versucht er sein erstes Ding zu schießen, sein erstes Tier. Ich habe es ja gesehen, das Video. Und ich habe auch gesehen, wie dieses Tier da stand, schön gefressen hat und wie dann auf einmal so das dann umgefallen ist. Und ich weiß, dass moralisch und ethisch natürlich die einzige saubere Möglichkeit ist, Fleisch zu essen. Aber es hat mir dann doch irgendwie leid getan. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hört euch die Meinung von Colin dazu an auf seinem Kanal. Leute, hier hat meinen ersten Biss gerade. Ich schmeiß noch einmal hin, dann kannst du da hinschmeißen, ja? Auf Whopper Plopper, Alter. Das war krass, aber leider nicht gehangen. Und davor, wirklich eine Minute vorher, hat Colin gefragt, auf die Scheiße weißen Fisch? Das ist ja krass. Und das Geile ist, wir haben immer uns gefragt, wo die sind. Und jetzt wissen wir aber, dass die auch da draußen stehen, offensichtlich. Okay, schmeißt du hin? Geil. Das ist ja geil. Na endlich. Wir haben einfach die falsch gesucht. Die stehen mitten im See gerade. Man sieht ja nicht, leider nicht, wie es unter Wasser weitergeht, ne? Na sag mal, warum beißt er, warum hat er nicht gehangen? Ich habe hier zwei Drillinge drauf. Und es war ein ordentlicher Schmatzer, ne? Hast du gehört? Ja! Ah! Da ist er, Leute, ich glaub's nicht. Der Whopper-Plopper bringt's. Da ist er. Ich glaub's nicht. Es gibt Bass hier. Guter sogar, oder? Ja. Alter, Leute, guckt euch mal an. Der hängt ganz knapp. Ja, hol ihn mal. Das ist echt schöner. Jawoll, Alter, zieh dir mal das Ding rein. Richtig schöner, ey. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht selber hake. Boah, da muss ich sagen, da kommt selbst die Ente mal zum Gucken. So. Alter, Junge. Junge. Alter, das ist ein richtiges. Das ist ja wirklich ein richtig, richtig gescheiter. Ein gescheiter? Boah. Boah, da muss ich sagen, Respekt, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Und wir haben den ganzen See abgeangelt und jetzt das Ding hier, wa? Bei der Fishing Box wieder mal. Köder. Ja, können wir fast schon als Kleinen durchgehen lassen, wa? Oh, schön! Tschüssi. Gut gemacht. Mhm. Hast du mir wieder gezeigt, ne? Hast du mir wieder einmal gezeigt. Kleine Köder, die sind es einfach. Okay, Leute, also es ist nicht verifiziert, ob es jetzt, also es ist schon doch eindeutig, dass es jetzt der Köder war. Aber es kann natürlich auch an der Zeit liegen, weil Sonne ist jetzt hinterm Berg, kompletter Schatten über dem See. Vielleicht werden sie jetzt auch einfach aktiv. Nichtsdestotrotz, never change a winning lure. Ich glaube ja, dass der Trick war, dass Wasser so trüb ist, dass die vielleicht unsere anderen Köder gar nicht gesehen haben und die einfach so laut waren, dass sie einfach gehört haben und dachten, okay, dit. Lass ich mir nicht entgehen. Ist deswegen, eine Idee. Deswegen schwimmen die Karpfen hier auch so langsam und ruhig, damit sie nicht gehört werden von den Bass. Weil die sind ja quasi wie blind und machen nur nach Gehör und so. Kennt ihr diese Spiele immer im asiatischen Raum, wo die so Glocken um haben und einer eine verbundene Augen hat? Und der mit den verbundenen Augen hat dann immer irgendwie eine Peitsche? Eine Instagram-Video, was du gesehen hast. Das ist so geil. Das müssen wir eigentlich auch mal machen. Das ist wirklich so lustig. Die rennen dann immer weg und der muss nach Gehör hören, wo die sind und peitscht die dann aus. Und so ähnlich ist es hier an dem See. Dieser Trick hat jetzt hier alles verändert. Fische hassen diesen Trick. Oder? Da ist der Nächste! Jawohl! Und wieder eine Maschine. Junge, das war einfach mal so gut, diesen Köder ranzumachen. Wahnsinn. Das war keine falsche Entscheidung. Unglaublich, was das jetzt auf einmal auslöst. Obwohl man weiß es nicht genau, ne? Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Der nächste Whopper-Plopper. Ah, der ist auch gut. So, guckt euch an. Schön. Hm? Schöne Fische. Ja. Schöne Fische. Okay, Leute. Nächstes Maschinchen. Und. Aua. Der Fischingbock, sag ich jetzt wirklich. Hat einen Unterschied gemacht. Klopft es oder klopft es nicht? Junge, komm. Ich meine, ich stehe. Ja. Ja,
Das ist die richtige Richtung, genau. Dann würde ich sagen, Colin, ich gebe dir jetzt diesen Köder und mache mir einen Popperan. Danke, genau. Sage ich nochmal. Bin mal gespannt. Genau. Fangen muss natürlich trotzdem erstmal, aber das wird ja jetzt kein Problem sein. Ich guck mal, ob es an dem Köder oder an dir lag, okay? Ja. Okay, Leute, also wir hauen rein. Es hat irgendwie alles gar nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Der 60er ist nicht gefallen, nicht mal das. Maximal ein 50er. Nee, war glaube ich ein bisschen unter. Aber trotzdem schon eine gute Maschine. Nicht auf groß, nicht auf klein. Also im Prinzip war das eigentlich alles. Naja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal nimmt man sich Sachen vor, die dann einfach nicht klappen. Es war trotzdem geil, es war schön. Es hat Spaß gemacht, hier lang zu wandern, ein bisschen Sport zu machen. Das Wetter ist geil. Fische waren geil. Colin, hat es dir auch Spaß gemacht? Ein Fisch gefangen, der hat mich abgestochen, dass ich blute. Aber sonst war es wirklich wieder ein Erlebnis mit dir. Danke. Und man muss wirklich sagen, ich habe vorher hier fast geweint wieder. Und da hat der Viktor gesagt, guck dich mal um. Da sind hier Palmen. Dann war hier die süße Ente und alles. Also ja. Ist schon Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja, ist alles eine Frage der Perspektive, Leute. Genau. Immer schön dankbar sein, wenn ihr so euch umguckt, Leute. Ihr findet immer was, wo ihr einfach nur sagen könnt, Mann, habe ich ein geiles Leben. Klingt wie so ein Song, ne? Keine Ahnung, ich kenne dein geiles Leben. Gut, also bis dann, Leute. Folgt uns allen. Ciao, ciao.